irgendwann, da war sie 2, hat sie sich an das Klavier gesetzt und hat losgelegt. Das hatte irgendwie Groove. Sie ist Europameisterin, helfen wir? Ja. Europameisterin bei den Special Olympics? Richtig, ja. Selina hat spinale Muskelatrophie. Ihre Muskeln bilden sich nicht weiter. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wir jetzt wunderbare Zeit miteinander haben, um zu quatschen. Mein Name ist Britt Hagedorn und ich habe heute das Thema Mein Kind ist außergewöhnlich. Meine ersten beiden Gäste sind Eltern einer wirklich außergewöhnlichen 19-Jährigen. Und was ihre Tochter so besonders macht, das sollen sie uns selber erzählen. Herzlich willkommen, hier sind Christian und Annette. Hallo. Ihr beiden. Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfange. Christian, ich frag dich zuerst. Eure Tochter hat euch ja wirklich eigentlich schon in kleinstem Alter immer wieder tief beeindruckt, ne? Wann habt ihr gemerkt, dass mit eurer Tochter etwas sehr speziell ist? Das fing eigentlich schon auf dem Wickeltisch an, wo ich zu ihr dann gesagt habe, jetzt gib mir doch mal den linken Arm und jetzt gib mir doch mal den rechten Fuß zum Wickeln. Und da war sie, keine Ahnung, ein paar Wochen alt. Und dann denkt man so, ja, okay, hat sie irgendwie ganz gut hinbekommen. Und das zieht sich dann ja immer irgendwie so weiter durch. Sie hat mir mal den Haaren gezogen. Und ich habe ihr mit Sicherheit alle 5 Minuten gesagt, zieh mir nicht an den Haaren. Und dann hat sie mit 8 Wochen ihr erstes Wort gesprochen. Das war eben Haare. Und dann folgten auch immer Wörter. Und ich war so, eigentlich war ich erschrocken. Weil ich habe Erziehungswissenschaften studiert. Also ich wusste ja so ungefähr, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, in welcher Entwicklungsstufe. Und es kamen immer mehr Wörter. Und wir müssen noch mal so ein bisschen uns vor Augen führen, weil man ist so geneigt, wenn ihr so Wochen und Monate und Jahre sagt, dass man da gar nicht so ein richtiges Bild mehr so zu hat. Mit 8 Wochen sind es ja wirklich Würmchen. Also Würmchen, ja, die ganz sitzen, klein. Genau. Mhm. Die können nichts, die können ihren Kopf gar nicht halten. Genau. Ja, die sind wirklich mini, das sind Mini-Babys. Ja. Genau. Und du sagst mir, die hat ein echtes Wort formuliert. Ja. Ganz klar. Aber hast du das? Weil ich hätte gedacht, das hat sich nur so angehört. Nee, weil das war absolut deutlich. Also es war absolut klar und deutlich. Und ich habe das auch nicht direkt Christian gesagt, weil ich war mir nicht ganz sicher. Man denkt ja, man hat sich das eingebildet. Man hat sich das eingebildet, man hat sich verhört. Und als immer mehr kam, es kamen interessanterweise ziemlich viele Wörter mit H. Mhm. Also Hallo kam auch. Und also es scheint ja irgendeine Differenz da zu sein. Weil normalerweise, also mit 8 Wochen, ich muss selber drüber nachdenken, wie war es bei meinen Kindern. Also ich meine, die gurgeln da vor sich hin, ne? Die quietschen, die jauchzen, die machen alles Mögliche, aber wirklich keine richtigen Worte. Ja, das hat uns auch niemand geglaubt. Ja. Also es gibt ja diese U-Untersuchung, die man alle absolviert als Elternpaar. Und das hat auch kein Arzt geglaubt. Sie konnte erste kleine Wörter mit einem Jahr lesen. Finde ich total abgefahren. Ja, aber zum Beispiel, ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert und sie war in einem Kindergarten in der Hochschule und da waren halt, das war so PKIP und da waren halt also 10 andere Kinder und 10 Eltern, die sich drum gekümmert haben und bei Letizia war das so, sie war ja schon auch, sie war ziemlich früh trocken, naja, wie sagt man das? Ja, trocken. Also windelfrei. Also hat nicht mehr Pipi gemacht. Ja, genau. Und ich erinnere mich noch, dass die anderen Eltern das nicht gut fanden, dass sie die Windel draufgesetzt haben und dass ich beschimpft wurde, weil das Kind Buchstaben lesen konnte und kleine Wörter. Weil sie gedacht hatten, haben, dass ihr da zu viel pusht? Ja, genau. Ja, ja. Genau. Okay, man hat dann natürlich das Gefühl, ist das Überehrgeiz der Eltern möglicherweise, ja? Genau. Okay. Dann haben wir sie in einen anderen Kindergarten gegeben und da waren dann Kinder, das eine hatte sich ein Buch genommen, das andere ein Puzzle, das nächste malte irgendwas. Also das war so und das gefiel ihr sofort. Ja. Da war sie 3. Im Kindergarten geht man mit 3. Ja. So. Dann ging sie in diesen Kindergarten, fühlte sich pudelwohl und schon knapp nach einem Jahr kriegten wir dann von der Kindergartenleitung mitgeteilt, die geht jetzt in die Vorschulklasse bei Lesen, Schreiben, Mathe. Konnte sie ja schon, wollte sie auch machen. Aber habt ihr denn, weil ihr schon so ein bisschen nachgeholfen hattet oder auch gefördert habt? Oder? Also ja, also nicht wirklich, weil es ist eigentlich ganz gut, wenn du als Elternteil jetzt nicht aktiv förderst, sondern einfach guckst, was das Kind braucht und anbietest sozusagen. Ja, genau.
Ja, nicht mal das. Also, ja gut, natürlich sind wir zur Bücherei gegangen und Bücher hatten wir auch. Das hat ja eigentlich so jeder. Und dann, wenn du siehst, wenn das Kind halt sich für Bücher interessiert, für Buchstaben, und dann sagst du natürlich, was das ist. Das ist ja ganz klar. Das wäre die nächste Frage, weil ich weiß, dass ja viele Eltern immer sagen, oh, mein Kind ist ja hochbegabt. Und da sind wir nämlich in eurem Thema. Ihr habt ja ein hyperhochbegabtes Kind. Ja. Und viele der Ärzte sagen ja erstmal so, okay, ja, von 10 Eltern erzählen jetzt 8, mein Kind ist hochbegabt. Und statistisch, so genau, statistisch gibt es nur so viele davon. Ja? Ja. Aber ihr wart Eltern eines wirklich super hochbegabten Kindes. Haben die euch das am Anfang geglaubt? Hat der Nein. Kinderarzt? Nein, also sind natürlich von allen Seiten, eigentlich haben uns alle einen Vogel gezeigt. Das Typische, das Übliche, ne? Ja, ja. Ach, die, man denkt, die wollen sich wichtig machen. Ja, die wollen sich nur wichtig machen. Und ach, das vergeht auch irgendwann. Das wächst sich raus. Das wächst sich raus. Was, das Hochbegabte ja, oder was? Ja, aber das Dumme ist ja, das stimmt. Ja? Ja, wenn man das Hochbegabte nicht fördert, dann geht das kaputt. Ach, das wusste ich nicht. Ja, ja. Das führt zu ganz, ganz großen Problemen dieser Personen in ihrem späteren Leben. Also das gibt ganz viele Komplettversager, die sind eigentlich hochbegabt, aber die sind nicht gefördert worden. Wurde immer gesagt, ach, was du immer alles machst. So. Sind ja oft sogar auch die Störenfriede in den Klassen und so weiter. Absolut. Dann, ne? Also das ist absolut. Ja, ne? Ja, weil sie sich halt unwohl fühlen. Aber ich weiß, es gibt nämlich eine Anekdote, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde. Und ich glaube, dass du die im Kopf hattest. Denn mit 2 habt ihr ja auch gemerkt, es gibt auch musikalisch oder musisch einen riesen Fund in eurer Tochter, oder? Ja, also das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis. Also wir hatten ein Klavier zu Hause stehen, das war aber wirklich ein alter Schinken. Meine Frau hatte den von ihrer Tante geerbt. Also, und Annette spielt auch nur leidlich Klavier, wie viele Leute irgendwann mal irgendein Instrument lernen. Also nichts Besonderes, überhaupt nicht. Aber sie hat halt gelegentlich mal darauf gespielt. Und Letizia hat das natürlich gehört und hat es mitbekommen. Und irgendwann, da war sie 2, hat sie sich an das Klavier gesetzt und hat losgelegt. Und hat ohne irgendwie vorher jemals dieses Klavier auch nur berührt zu haben, ohne zu wissen, welche Taste wo ist. Sie hat etwas frei komponiert. Also das heißt, ihr habt direkt gehört, das ist nicht einfach nur bam, 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 die hauen mit den Händen da auf die Tasten, so hätten meine das wahrscheinlich gemacht, sondern da war direkt zu spüren, da ist irgendwie Verbindung, auch akustisch. Und ich war im Nebenraum und ich war wie elektrisiert, weil das hatte irgendwie Groove. Also irgendwas hatte das. Und man muss dazu sagen, das ist keine spinnerte Geschichte. Denn wenn man heute weiß, wo eure Tochter steht, dann bestätigt das ja komplett eure Geschichte. Ja. Denn heute, was macht sie heute? Sie ist Pianistin. Ja? Sie ist Pianistin, Komponistin und Dirigentin. Also das ist, das ist. Pianistin, Komponistin, Dirigentin, da denkt man ja, jetzt kommt ja so ein 60-jähriges gestandenes Weibsbild hier rein. Ja, die ist 19. Ja. 19. Ja. Und der Hammer ist, also ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, weil ich bin wirklich immer so über die Zahlen bei euch so gestolpert. Die hat mit 14 Abitur gemacht, stimmt das? Mhm. Mit 14 Abitur, also es ist für mich total abgefahren. Und die hat und mit 12 hat sie angefangen, Bachelor zu studieren. Also sie hat ihre Bachelorprüfung schon bestanden. Das war in der Schweiz, weil es in Deutschland nicht ging. Aber es war so, dass diese Hochschule war halt eben eine Wochenendschule. Und da hat sie mal Konzerte gespielt. Deswegen konnte sie das überhaupt nicht machen. Also wenn es gegangen wäre, hätte sie es schon auch fertig gehabt. Den Studienabschluss vor dem Schulabschluss in der Tasche gehabt, wenn es möglich gewesen wäre. Also wir haben es hier mit einer außergewöhnlichen jungen Dame zu tun. Und bevor wir sie persönlich kennenlernen, möchte ich aber gerne, dass wir erst einmal, und ihr habt Gott sei Dank Material mitgebracht, uns mal kurz angucken, wie die kleine Letizia, wie alt war sie da, als sie mit 2 anfing, am Klavier zu klimpern. Und wir hören, es ist kein Klimpern, wir gucken mal kurz rein. Da können wir schon mal hören, das hat schon so einen musikalischen Einschlag. Heute kommen da noch ganz andere Töne raus und wir sind natürlich, obwohl wir viel schon jetzt gehört haben, mega gespannt, wie denn Letizia heute ganz persönlich so ist. Und ich freue mich ganz doll, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Letizia! Hallo Letizia! Grüß dich!
Eltern, das ist genau richtig so. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich finde es total abgefahren. Ich habe dich hinter der Bühne gefragt, wie fühlt sich denn wohl so ein Kopf an, der so hochbegabt ist? Fühlt sich das wohl anders an als ein nicht so hochbegabter Kopf? Kannst du mir ja nicht beantworten. Ne? Ich kenne ja nur du meinen eigenen Kopf. Eigene, ne? Mist. Aber war dir das klar oder wann hast du gespürt, dass du durchaus mehr Begabung hast als die meisten um dich rum? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil als Kind hat man eigentlich nur sozusagen diese Sicht über sich selbst und erst wenn man älter wird, kriegt man die Sicht von anderen Menschen mitgeteilt und deren Erfahrungen. Ich glaube, so richtig bewusst war mir das vielleicht mit so 10, aber vorher dachte ich immer so, ich spiele halt nur Klavier dazu und sonst bin ich eigentlich ganz normal. Nur, dass ich halt 2 Klassen übersprungen habe. Bei 2 Klassen überspringen könnte man ja schon mal hellhörig werden, oder? Ja, aber ich war eigentlich ganz gut in der Klasse integriert. Also ja? Ich war halt ein bisschen kleiner, aber sonst war alles normal. Ja, also ich stelle mir vor, wenn man einfach alles so gut kann, ne? Dass man sich dann auch schnell mal langweilt in so einem Unterricht. Wie war das bei dir? Das war auf jeden Fall ganz oft der Fall. Also ab der 3. Klasse habe ich angefangen, ein Buch von zu Hause mitzubringen. Und den ganzen Stoff, den wir im Unterricht gemacht haben, habe ich 2-mal abgeschrieben, damit ich einfach alles doppelt so schnell aufschreiben kann, weil das war irgendwie zu langsam und zu langweilig. Also hatte ich eine Kopie für den Lehrer und eine Kopie für mich. Und ich muss sagen, meine Schrift ist ziemlich krakelig geworden. Aber ich war ein bisschen mehr gefordert. Also das heißt, du hast immer versucht, irgendwie so Inhalt auch zu saugen, ne? Also wie so ein Schwamm eigentlich, ja? Wie haben denn die Freunde reagiert oder die Mitschüler in der Klasse auf dich? Die haben sich für Hannah Montana interessiert und ich habe mich für Musik interessiert. Aber ist es dann nicht auch schwer, dann sozial anzubinden, Freunde zu finden? Eigentlich so nicht. Also nee? Ich glaube, ich bin ein ziemlich extrovertierter Mensch und eigentlich egal, wo ich hinkomme, ich schaffe es sofort, mich mit Menschen zu unterhalten. Also, aber das heißt, du hast nie, wenn jemand so outstanding ist, ne, und dann auch noch ganz andere Interessen verfolgt als die Gruppe um einen rum. Ja, dann könnte es ja auch sein, dass man gefühlt zum Sonderling abgestempelt wird oder dass man eben nie ganz mit integriert wird. Dann auch Klassenwechsel natürlich immer und die Kleinste 2 Jahre jünger, dass die dich dann nicht für voll genommen haben, obwohl sie es besser hätten tun sollen. Also ich glaube, meine Mitkameraden, meine Klassenschüler, die haben mich schon voll genommen. Aber das kam dann mal öfters von den Lehrern oder von den Eltern, dass die dann irgendwie geredet haben. Einmal hat mein Deutschlehrer zu mir gesagt, ich wusste, wann die Walpurgisnacht war. Und dann hat er gesagt, ja, du weißt das ja, weil du eine Hexe bist. Oder dann kann ich den Unterschied zwischen dem Nil und dem Amazonas. Und dann fand er das irgendwie nicht so lustig. Aber meine Klassenkameraden... Wieso, was fand er nicht lustig daran? Also wenn du wissen dass ich mehr wusste als er. Das war sein Problem. Eieiei. Ihr habt irgendwann getestet, weil ihr gesagt habt, also, das wurde so augenscheinlich, dass sie so begabt ist, dass ihr irgendwann gesagt habt, also, da wird jetzt getestet. Ihr habt einen Intelligenztest gemacht. Das stimmt, aber wir haben ja den Test eigentlich, also, das war ja total kurios. Also, natürlich haben sie, um sie in die Schule aufzunehmen, hat natürlich die Schulpsychologin hat einen Test gemacht. Aber die hat gesagt, ja, das ist kein Problem, die können sie schicken, kein Thema. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, die ist jetzt 4, wieso? Also wir haben tatsächlich auch 2 Monate gezögert. Wir wurden immer wieder von der Schule angerufen. Wann schicken sie die? Wir sind uns nicht ganz sicher, können wir noch mal kommen? Ja klar, kommen Sie noch mal vorbei. 2. Test, sie rennt heulend aus dem Test raus. Da sag ich, was ist los? Das war dieselben Fragen wie beim letzten Mal. Das haben Sie gemerkt, alle, ja? Ja. So, und also für die Schule war ein Test überhaupt nicht erforderlich, weil die Schule schon gesagt hat, ist okay, wir nehmen die. Und, aber habt ihr mal einen richtig regulären IQ-Test? Ja, das kam aber erst hinterher. Ja? Das kam nämlich erst in dem Augenblick, da war sie 5, 5,5, irgendwie sowas. Da wollte sie nämlich in den Club der hochbegabten Mensa. Es gibt diesen Club in Deutschland. Und die nehmen aber nur dann auf, wenn du einen positiven, also ein, nicht ein positives, wenn du einen positiven Corona-Test hast. Genau.